Nun begrüße ich ganz recht herzlich Herrn Sven Dreyer. Und der hat uns ganz was Schweres hier mitgebracht. Mal kein Bild. Jetzt müssen wir aber die Figur mal hierher holen. Ja, gerne. Ich habe gehört, die wiegt 32 Kilo. Ja, das müsste da etwa hinkommen. Ja, dann wollen wir mal sehen, ob wir die mal eben auf den Tisch stellen können. So. Okay. Die können wir noch ein bisschen nach vorne schieben. So. Da haben wir ja. Das sind Bisons. Ja, das ist richtig. Echt? Ja. Das hat schon rausgefunden. Und wo hast du hier? Ja, also die stehen bei meinen Eltern auf dem Buffet schon, solange ich denken kann. Und ich weiß, mein Vater hat die mal früher vom Nachbarn gekriegt. So. Und standen auf dem Buffet? Ja, steht und da immer Buffet noch. Buffet ist nicht zusammengebrochen bei 32 Kilo über die Jahre. Sehr stabil. Ja, ein Glück, dass ihr die nicht verschrottet habt. Denn das ist reine, volle, massive Bronze. Oh, da würde man ja sicherlich auch noch Geld für kriegen. Und dann stammt sie ja noch von einem ganz bekannten Künstler. Das ist Franz Ifland. Franz Ifland wurde 1862 geboren, ist Bildhauer in Berlin und vertreten auf der Berliner Akademie-Ausstellung, der internationalen Ausstellung und der großen Kunstausstellung in Berlin gewesen. Ja, was gibt's zu sagen? Erstmal die Tiere sind doch schon wunderbar, wie sie da darstellen. Nicht? Natürlich sehr imposant. Bisons, muss man mal überlegen. Früher war es ja der Vorläufer eines Bison. Weiß man überhaupt die Geschichte eines Bison? Da wüsste ich jetzt nicht. Nee, überhaupt nicht drum gekümmert. Auerochse, ausgestorben. Was gibt's denn? Ein Wisent. Ja, Wisente sind ja hier in Europa. Richtig, genau. Und wo sind die jetzt in Europa? In Polen zum Beispiel, da gibt es wohl noch einen Restbestand. Auch in Deutschland. Ja. Auf ausgedienten Militärgebieten, Übungsplätzen hat man jetzt Wisente aus Dings. Aber es gibt ja auch noch Büffel, diese Bisons. Die Bisons sind zum Beispiel beheimatet in Amerika, USA und in Kanada. Im Yellowstone Nationalpark gibt es 4000 von diesen Tieren noch. Ja, man sieht die im Kampf hier. So ein Männchen wiegt ja bis 1000 Kilo, das Weibchen 550 Kilo. Und wenn sie hier so die Männchen bekämpfen, dann ist schon ordentlich was los. Gut, was wollte ich noch sagen? Dieser Bison, diese Figurengruppe, die der Ifland gemacht hat, die hat er viel verbreitet. Dies hier unten ist übrigens eine Granitplatte, nicht Marmor, sondern Granit ist das. Deswegen ist das ja auch alles so schwer mit 32 Kilo, ist schon ein ganz schönes Gewicht. Und der Franz Ifland hat diese Figurengruppe sehr oft gemacht. Ich habe im Internet mal nachgeguckt, da findet man die immer wieder, wo die irgendwo mal versteigert wurden. Mhm. Und das ist es. Es ist hier noch alles heil. Es wundert mich, dass hier nicht mal was abgebrochen ist. Das passiert ja leicht bei diesen schweren Teilen, wenn man die transportiert, dass da irgendwas abbricht. Und dann ist das natürlich schon gleich wieder wertmindernd. So, diese Figurengruppen, da sie so häufig sind, haben die natürlich nicht so einen großen Wert wie manche Figuren, die Ifland auch geschaffen hat. Ifland hat zum Beispiel Friedrich den Großen gemacht und andere Politiker noch aus der Zeit. Ja, und andere, auch Jugendstilfiguren. Ich habe gesehen, ein Schmied mit Amboss, so eine Riesenfigur. Und auch kleine Bronzen hat Ifland gemacht. Ja, den Preis möchtest du auch gerne wissen und vielleicht der Vater vielleicht auch, ne? Ja. Was sowas wert ist. Diese Figurengruppe wird gehandelt zwischen 800 und 1000 Euro etwa. Oh. Ja. Ist natürlich massiv Bronze. Ja. Kriegt man beim Schrotthändler nicht. Ja, gut. Und das wäre auch zu schade. Ja. Denn das ist wirklich gut. Diese alte, dunkle, schwarze Patina, die ist ja da noch drauf. Und genauso sollte das auch alles sein. Da darf man nicht viel abräumen, dass das blank jetzt hervorkommt. Das wäre also total Fehler. Macht das bloß nicht. Lasst das immer so, wie es ist. Und ich sehe ja hier, die überall sind ja noch so ein bisschen die Staubsachen drin. Die könnte man mal ausbürsten. Dann kommen vielleicht die Figuren noch besser in der Wirkung. Ja. Sehr gute Skulpturengruppe. Ja,
Ich bedanke mich, dass du da warst. Ich bedanke mich. Und dann müssen wir ja wieder sehen, dass du sie nach Hause kriegst. Ne? Ja. Ja. Gut. Vielen Dank. Dankeschön, und bis zum nächsten Mal. Ja.